Es ist schon wieder passiert. Diesmal wurde ein Ausländer in einem Zug beim Schwarzfahren erwischt und als die Schaffnerin ihn aufgefordert hat, entweder die Strafe zu bezahlen oder den Zug sofort zu verlassen, ist er total ausgezuckt. Die Passagiere hatten Angst, dass er gleich ein Messer zückt und der ganze Zug musste angehalten werden und konnte nicht mehr weiterfahren. Das sind Zustände, die in unserem Land herrschen. Das ist nicht mehr normal. Das dürfen wir nicht länger zulassen und deswegen fordern wir als Südtiroler Freiheit, dass in den Zügen mehr Sicherheitspersonal zum Schutz der Passagiere eingesetzt wird und dass dieses auch mit Tasern ausgestattet wird, damit solche Gewaltsituationen nicht eskalieren.